Sensationell, was noch vor kurzem als irre Verschwörungstheorie galt, läuft jetzt in den deutschen Mainstream-Medien hoch und runter. Es geht um Unglaubliches, nämlich UFOs und Alien-Leichen im Besitz der US-amerikanischen Regierung. Genau das wird seit gestern aktuell diskutiert vor einem Ausschuss des US-Kongresses mit 3 hochrangigen militärischen UFO-Zeugen. Was sind deren Aussagen? Wie glaubwürdig ist das? Und was könnte hinter alledem stecken? Das sind Fragen, die ich heute diskutieren will mit Jürgen Elsässer. Bleiben Sie dran bis zum Schluss. Es wird spannend. Das ist der Brennpunkt des Tages. Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika gibt es eine öffentliche Anhörung von 3 hochrangigen militärischen UFO-Zeugen vor einem Ausschuss des Kongresses. Wir haben uns die Zeugenaussagen durchgelesen. Es war ein ganz schöner Batzen Papier. Wir haben die spannendsten Aussagen rausgesucht. Und der wichtigste Zeuge, Jürgen, ist ja dieser David Grush, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, der für die NGA gearbeitet hat. Das heißt zu Deutsch die Nationale Behörde für geografische Aufklärung, ein Geheimdienst. Und er war zuständig für die Berichterstattung an die UAP Task Force. Dazu muss man wissen, früher hieß es UFO, also unidentifiziertes Flugobjekt, jetzt heißt es UAP in der Sprache der politischen Elite, also unidentifiziertes Luftphänomen, was also breiter gefasst ist und mittlerweile auch Phänomene in und über dem Wasser, über den Meeren mit einschließt. Und wir können mal reinschauen, was dieser David Grush da vor dem US-Kongress gesagt hat. Im Zuge meiner offiziellen Pflichten erfuhr ich von einem mehrere Jahrzehnte andauernden Programm zur Bergung und Untersuchung von UAPs, auf welches mir der Zugang zu weiteren Informationen verweigert wurde. Basierend auf den gesammelten Daten entschied ich mich, diese Informationen meinen Vorgesetzten und mehreren Generalinspekteuren zu melden und wurde damit praktisch zu einem Whistleblower. Jo, hier sieht man nochmal ein Zitat von ihm, wo also diese hochbrisante Aussage drinsteckt, dass es ein andauerndes Programm zur Bergung, Untersuchung und Rückentwicklung von UAPs gab seitens der Regierung. Und er hat dann später auch gesagt, dass die Regierung offenbar in Besitz ist von nichtmenschlichem biologischem Material, womit gemeint sind die Überreste der UFO-Piloten, also Alien-Material, was sich da möglicherweise im Besitz der Regierung befindet. Das ist schon brisant, weil dieses Programm war auch streng geheim offenbar. Das heißt, die Regierung hat, wenn das stimmt, am Parlament vorbeigearbeitet und hat Erschreckendes vertuscht. Ja, dieser Grush ist sozusagen der Kronzeuge und der spektakulärste. Er war 14 Jahre Geheimdienstoffizier und er hat auch für die Israelis gearbeitet. Das Fragwürdige an dieser Person ist, er selbst hat niemals diese UFOs oder UAPs, wie es jetzt heißt, gesehen, geschweige denn berührt, oder irgendwelche nichtmenschliche biologische Substanz gesehen, geschweige denn berührt, sondern er berichtet nur vom Hörensagen, genau, was ihm andere zugetragen haben. Und nähere Informationen wollte er vor dem Ausschuss nicht geben. Er ist aber bereit, vor einem geschlossenen Gremium, was dann geschützter Raum ist, wo die Aussagen nicht nach draußen gehen, da weiteres zu berichten. Das heißt, im Augenblick ist es so eine Art Blackbox, was er auf den Tisch stellt und wo alle fasziniert draufschauen. Ja, es gibt noch 2 weitere Zeugen, wie gesagt, hochrangige Militärs, ehemalige Militärs, zum Beispiel ihn hier, das ist der Ryan Graves, ein ehemaliger Pilot, der mehrere Auslandseinsätze hatte, dann war er an der Atlantikküste stationiert und hat dort wohl selbst auch UFOs gesichtet, zusammen mit seinen Kameraden, und er hat besonders drastisch diese Geheimhaltung beschrieben. Also das mit UAP verbundene Stigma ist real und stellt eine Herausforderung für die nationale Sicherheit dar. Es bringt Berufspiloten zum Schweigen, die berufliche Konsequenzen fürchten, es entmutigt Zeugen und wird durch die jüngsten Behauptungen der Regierung verschärft, die Glaubwürdigkeit von Augenzeugen in Frage stellen. Also offenbar gibt es da ein System, um Zeugen solcher Phänomene mundtot zu machen. Davon berichtet auch der dritte Zeuge, den wir auch mal kurz anhören können. Und zwar handelt es sich da um den David Fravor, ein ehemaliger Kommandant der US Navy, der unterwegs war über dem Ozean, Trainingsflug für den Irakkrieg, 2004 war das, und hat dann selbst auch so ein Flugobjekt, so ein vermeintliches, gesehen. Er beschreibt das als tic-tac-förmiges Objekt,
direkt und da können wir mal reinhören. Wir gingen weitere 270 Grad nach unten, bevor wir die Nase absenkten, um direkt auf das Objekt zuzusteuern. Unsere Höhe betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 15.000 Fuß und das Tic-Tac-Objekt befand sich etwa bei 12.000 Fuß. Als wir mit der Nase etwa eine halbe Meile von dem Objekt entfernt waren und es sich links von uns befand, beschleunigte es plötzlich und verschwand direkt vor unserem Flugzeug. Unser Flügelmann war etwa 8.000 Fuß über uns und verlor ebenfalls die Sicht. Wir drehten sofort um, um die Wellen im Wasser zu untersuchen, aber auch die waren verschwunden. Als wir uns wieder in Richtung Osten drehten, teilte uns der Luftkontrolleur mit, dass das Objekt an unserem ursprünglichen Kerbpunkt ca. 60 Meilen in weniger als einer Minute wieder aufgetaucht war. Und das Interessante ist, davon gibt es auch Videoaufnahmen tatsächlich, die auch vom Pentagon veröffentlicht worden sind 2020. Drei Aufnahmen wurden da veröffentlicht, die jeweils auch ähnlich aussehen. Auch das können wir uns mal anschauen. Da sieht man auch diese Formen, die er beschreibt. Also offiziell vom Pentagon veröffentlichte Aufnahmen, wobei man auch sagen muss, jetzt besonders viel ist da auch nicht zu erkennen. Ja, es ist eine Aufnahme, die möglicherweise auch manipuliert ist. Also ein eindeutiger Beweis ist das natürlich nicht. Also der erste Zeuge, dieser Grush, er hat ja gesagt, Zeugeneinschüchterung bis hin zu körperlicher Beeinträchtigung, heißt Schläge oder sowas, bis hin zu Morddrohung. Die anderen beiden haben berichtet, wesentlich von Zeugenunterdrückung. Das heißt, die haben die Vorfälle gemeldet und dann ist nichts passiert. Und dann hat sich so eine Stimmung in der Navy oder auch in der Air Force ausgebreitet, am besten gar nichts drüber sagen. Aber einer der beiden sagt auch, es war praktisch regelmäßig Teil der Lagebesprechung am Morgen unter dem Piloten. Sozusagen, wir sind jetzt in dem Gebiet, da fliegen die Dinger rum, wir müssen aufpassen. Ja. Und die beiden Kampferfahrer, also der Graves ist ja F-18-Pilot und der Fravor war Kommandant der US Navy, aber die US Navy hat ja auch ihre Kampfflugzeuge, da hat er eine Squadron kommandiert. Die sagen zwei Dinge übereinstimmend, nämlich die Objekte haben sich sehr schnell bewegt, also in einer Geschwindigkeit, wo völlig unbekannt ist, in unseren Luftstreitkräften, egal welches Staates. Und er hat gesagt, diese Objekte hatten keinen Wärmeausstoß. Also wie es ja bei uns, wo man ja die Geschwindigkeit über wahnsinnige Temperaturen und Verfeuerungen erreicht. Es muss eine völlig andere Antriebsart sein. Mhm. Also mich überzeugen diese Aufnahmen von dem Zwischenfall 2004 nicht, denn es sind ja keine Klarbilder, keine Videobilder, sondern es ist offensichtlich eine digitale Aufnahme und wir haben im aktuellen Kompakt auch den Komplex UFO und Geheimdienste untersucht und da sagt zum Beispiel einer, laut dem amerikanischen Experten Russell Tang handelt es sich dabei häufig um Wärmebildaufnahmen, die leicht manipuliert werden können. Mhm. Das ist eine Wärmebildaufnahme. Wir haben nachher auch noch andere Aufnahmen, die sehr viel überzeugender sind, aber ausgerechnet die hier von diesen drei Experten kommen, das sind die schwächsten Beweise. Und wenn die Leute sagen, Zeugen wurden eingeschüchtert oder bedroht, ist auch noch ein bisschen komisch, dass ja gleichzeitig die Hauptzeugen jetzt hier so hofiert werden. Hm. Das heißt, meiner Ansicht nach hat sich, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, innerhalb des tiefen Staates, innerhalb der Geheimdienststruktur, eine neue Linie zu den UFOs entwickelt. Und früher hat man den Deckel draufgehalten, aber seit einigen Jahren, nicht erst seit gestern, wird da ganz anders mit umgegangen und wird so ein Hype erzeugt. Ja, irgendwas ist da im Gange. Die bezeichnen sich auch als Whistleblower. Whistleblower sind für mich Leute wie Julian Assange oder Edward Snowden und die werden auch richtig verfolgt. Und die können vor dem Kongress sprechen und alles scheint ja in Ordnung zu sein. Stimmt. Also ich weiß nicht, ob der Begriff Whistleblower an der Stelle angebracht ist. Und du hast es gesagt, diese Videos vom Pentagon sind ein bisschen dürftig. Und es gibt ja so viele Amateuraufnahmen eigentlich von Leuten, die einfach so gefilmt haben in den Jahrzehnten zuvor. Bestes Beispiel ist eigentlich 13. März 1997 in Phoenix in Arizona. Da können wir mal reinschauen, was da aufgenommen worden ist. Aufnahmen aus Phoenix und zwar von total mysteriösen Lichterscheinungen über der Stadt.
die dort über Stunden hinweg zu sehen waren, von unbekannter Größe, weil die Entfernung ist nicht ganz klar. Die Regierung hat dann gesagt, ja, das waren Flugzeuge, aber Flugzeuge stehen ja nicht über Stunden hinweg über ein und derselben Stadt. Wie gesagt, hunderte Leute haben das gefilmt, haben das fotografiert und wie gesagt, es ist auch eine total untypische Formation und Form der Lichter für Flugzeuglichter. Das kann gar nicht sein und ich verstehe nicht, warum die Regierung nicht solche Fälle aufarbeitet und anstelle dessen irgendwelche Aufnahmen dann präsentiert, wo im Prinzip gar nichts zu sehen ist und wo genauso gut ein Ballon zu sehen sein könnte. Also diese Fälle kommen für mich viel zu kurz von Amateuren, die wie gesagt über Jahrzehnte hinweg aufgenommen worden sind. Hier nochmal ein Foto und das gibt mir Rätsel auf, muss ich sagen. Ja, also die Sache ist insofern nicht zu bestreiten, dass es Flugobjekte gibt, die offensichtlich nicht zum amerikanischen Militär, jedenfalls nicht zur gemeldeten Truppe gehören. Ja? Mhm. Und dass diese Flugobjekte Eigenschaften aufweisen, sowohl hier in Phoenix, Arizona, als auch was die Piloten berichtet haben, die ungewöhnlich sind und die auf eine super Waffe hindeuten, sehr viel schneller in der Beschleunigung und mit einer vollkommen anderen Antriebsart. Ja? Mhm. Das muss aber noch nicht heißen, dass es Aliens sind. Ja? Also wir können ja jetzt auch schon die anderen Erklärungen erörtern. Mhm. Ja. Aliens ist eine Möglichkeit, das sollte man nicht von vornherein ausschließen, aber mir scheint die Regierung oder der tiefe Staat will die Diskussion in diese Richtung drängen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass das amerikanische Militär außerhalb der offiziellen Struktur eine Geheimentwicklung betreibt, ja. Möglicherweise auch gespeist von den Patenten, die Nazi-Wissenschaftler überbracht haben, 1945. Es sind ja sehr viele dann in die USA gebracht worden. Der bekannteste ist Werner von Braun, der später die Mondrakete Apollo entwickelt hat. Aber es gab sehr viele andere Techniker auch und Hardware, also Technik, die da mitgebracht worden sein könnte, die das Dritte Reich nicht mehr fertigstellen konnte. Antigravitationswaffen würde die schnelle Beschleunigung erklären zum Beispiel. Und dass sozusagen ein geheimes amerikanisches Waffenprogramm nach 1945 gespeist wurde aus dem, was man an Patenten geraubt hat im Dritten Reich und an Wissenschaftlern sozusagen erbeutet hat. Und ja, die dritte Möglichkeit, die ist aber noch spekulativer, ich will mich da nicht dazu auslassen, ist natürlich, es gibt eine weitere Zivilisation auf der Erde oder besser unterhalb der Erdoberfläche, die solche Entwicklungen durchführen kann, eventuell Reste von prähistorischen Zivilisationen. Also für mich ist es eher ein kulturelles Phänomen, muss ich sagen, weil es gibt ja zwischen Himmel und Erde so viel physikalisch, wettermäßig Unerklärliches, dass das nicht immer zwingend menschengemacht sein muss. Und was mir ein bisschen zu denken gibt, ist diese Karte hier, wo die UFO-Meldungen gezeigt werden. Also wo auf der Erde wurden UFOs gesichtet und gemeldet. Und da fällt schon auf, es ist wirklich ein überwiegend amerikanisches Phänomen, ein Phänomen der westlichen Welt, auch in Großbritannien, sehr viele Sichtungen. Und im östlichen Teil der Welt ganz, ganz wenige. Und für mich ist es deshalb ein amerikanisch-kulturelles Phänomen. Ich meine, die Amis haben ja nicht sonderlich viel Kultur, aber sie haben auf jeden Fall eine ausgeprägte Alien-Kultur. Es gibt Alien-Filme, Alien-Bücher, Alien-Shops, Alien-Fanartikel. Und der Mensch saugt natürlich auch das auf, was er in der Popkultur erlebt und projiziert das teilweise auch dann in den Himmel hinein. Und was mir auch auffällt, es ist quasi der gottlose Teil der Erde, also der atheistisch geprägte Teil. Und da wurden die Götter oder Gott wurde durch die Wissenschaft ersetzt. Und der Mensch hat ja trotzdem immer so das Bedürfnis, über sich ein höheres Wesen zu vermuten. Und insofern sind die Aliens aus meiner Sicht auch ein Gottersatz, weil sie halt ein höheres Wesen darstellen, aber nicht im Rahmen der Religion, sondern im Rahmen der Wissenschaft. Dass man sich da etwas schafft, was überlegen ist und möglicherweise dann sowas wie Gott ersetzen soll, kann ich mir durchaus vorstellen.
Andere Möglichkeit ist natürlich auch, wie im Film Independence Day, da ist es ja so, es gibt diese globale Alien-Bedrohung und dann vereint sich die Welt unter Führung der Amerikaner im Kampf gegen die Aliens. Also möglicherweise ist es auch eine machtpolitische Motivation, dass man diese globale Bedrohung erstmal inszenieren, erschaffen will, um dann zu sagen, okay, wir sind hier der Weg zur Weltrettung und wir können die Aliens besiegen. Ja. Unser Autor in der aktuellen Kompaktausgabe hat noch eine weitere Sache ins Spiel gebracht, und zwar, dass diese ansteigende UFO-Panik genutzt wird, um in den USA, wo ja im Grunde die Gesellschaft auseinanderfällt, die Gewalttätigkeit zunimmt, links gegen rechts, dass man da diese Bedrohung nutzen könnte, um schon vor der Weltherrschaft Amerika diktatorisch neu zu formieren. Hm. Und zwar, es gibt da einen interessanten Umstand. Wir hatten ja im Frühjahr diesen chinesischen Wetterballon. Und das waren, glaube ich, sogar mehrere. Und da wurde ja am Anfang auch UFO-Panik gemacht. Und einer, der die UFO-Panik am meisten gemacht hat, war ein US-General, der nennt sich Glenn D. Van Herk. Und der ist gleichzeitig der Leiter des Programms Continuity of Government. Dieses Programm Continuity of Government sieht vor, dass die gewählte Regierung und der gewählte Präsident im Falle eines Atomschlags zum Beispiel, wenn die alle dann vernichtet oder verschüttet sind, wird das gewählte System ersetzt durch diesen General und die Leute, die da aufgebaut worden sind. Mhm. Ja, und da könnte man natürlich, wenn man die Panik weiter antreibt und entsprechende Zwischenfälle, nicht nur mit Wetterballons, sondern das sind ja härtere Dinge vorstellbar inszeniert. Da hätte man natürlich eine Handhabe, dann sozusagen die gewählte administrative Administration auszuschalten. Liebe Zuschauer, es gibt viel Unerklärliches, es gibt viele Erklärungsmöglichkeiten. Wir sind natürlich auf Ihre Meinung gespannt. Wir sind natürlich als Medium ständig auf der Wahrheitssuche und offen für alle möglichen Erklärungstheorien. Deswegen schreiben Sie uns gern Ihre Theorie in die Kommentare auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. Und wir haben noch eine besondere Überraschung für Sie. Und zwar morgen gehen wir auf den Europaparteitag der AfD. Die wählen also eine Liste, um das Parlament in Brüssel zu erobern. Sie haben ja super Aussichten. AfD steht in den Umfragen richtig gut da, könnte als stärkste Kraft aus dieser Europawahl hervorgehen. Und morgen werden da viele wichtige Fragen geklärt, viele Entscheidungen gefällt, unter anderem der Spitzenkandidat. Und natürlich die Frage, soll es rausgehen aus der Europäischen Union? Wir sind dann live dabei mit einem Kamerateam. Jürgen Elsässer ist hier im Studio mit Dr. Stefanie Elsässer. Und die werden das besprechen und ich bin dann vor Ort auf dem Parteitag, werde live zugeschaltet, werde Interviews führen mit Spitzenfunktionären. Alice Weidel ist da, Tino Chrupalla ist da und viele andere auch. Also es wird spannend, schalten Sie unbedingt ein. Morgen 20 Uhr Livestream vom Europaparteitag. Bis dann.